Ja, hallo, liebe Mädchen und Jungs. Ja, warum nicht? Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mal wieder ein Classics-Unboxing. Das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr, wenn überhaupt mal. Heute der Horde Zombie He-Man oder auch bekannt als Slime Pit He-Man. Ja. Warum sie ihn nicht so genannt haben, man weiß es nicht. Die Verpackung etwas neuer gestaltet mit dem ganzen Schleim hier, ne? Man sieht das ja. Kurioserweise auch He-Man mit dem Ula-Kopf verpackt. Das sehen wir dann gleich. Natürlich gibt es auch noch zwei Wechselköpfe dazu, ne? Einen auf jeden Fall. Ich habe jetzt, der verbirgt sich hier Ja, und das werden wir gleich sehen. Ich meine, es wären sogar zwei Wechselköpfe. wäre zu wünschen, ganz ehrlich. Aber ja. Ja, und kleine Bio, die kannst du vorlesen, wenn du willst. Oder sagen, was draufsteht. Hinten ist eine Hinten ist ein. schöne neue Zeichnung, muss man auch erwähnen. Die sieht ziemlich cool aus. Und er sieht wirklich aus wie ein Zombie. Also der Name passt schon ganz gut, Naja. ne? Und es Naja. sind die anderen, ja, der Name passt halt. Naja. Und es sind halt eben die anderen drei Exclusives aus dem Jahr 2019 mit beworben. Zum einen Slamurai und die beiden Snake Troopers. Slimurai. Ja, das wäre auch geil. Slamurai. Ah, okay. Ja. Und seine Freundin Glibber. Gut. Ah. Gut. Die kann nicht funkeln, die kann glimmern. Ja. Die schleimt die ganze Zeit. Shihiro, du bist so schön. Ja. Verpiss dich, Glimmer. Hau ab hier. So, jetzt aber. So, wieder ernsthaft hier. Ja. Ja, nachdem wir uns hier ein bisschen kaputt gelacht haben, muss ein kleiner Schnitt auf jeden Fall sein. Natürlich Ich haben wir finde, hier Glibber auch, kannst du ruhig drin lassen. das lasse ich auch drin. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch eine Bio. Und zwar sagt die uns im Grunde genommen, dass He-Man von Hordak, also wir brechen das mal ein bisschen runter, unter dieses Slime Pit gestellt wurde. Er wurde damit dann Hordak willig und sollte dann als Attentäter für Skeletor dienen. Dazu kam es allerdings nicht und He-Man konnte sich entsprechend wieder befreien. Nur ist er diesem Ding schon nochmal zum Verhängnis, also nur ist ihm das Slime Pit nochmal zum Verhängnis geworden und er verwandelte sich wieder in den Slime Pit He-Man. Diesmal allerdings, glaube ich, von Skeletor. Und sollte dann als Anführer für Skeletors Knochenarmee. Wir kennen das ja noch aus dem 2000X-Cartoon, diese Bone Warriors. Sollte er als Anführer dienen, als Anführer der Armee von Skeletors Und Bone hat Warriors. sogar ein paar Referenzen auf den Kinofilm und auf den She-Ra-Cartoon mit, also She-Ra-Cartoon der Slime Pig Ja. und den Pig Boy aus dem Film, dieser kleine Junge da, ne? Genau, ja. Der da ganz kurz eben auftaucht. Und hier hat er sogar einen Namen namens Slopbore. Das ist eine Figur, die sollte in den Hero Son of He-Man Reihe mit rein, glaube ich. Da gibt es sogar Genau. eine Zeichnung von. Also alles, auch Ja. noch was zum drinnen, ne? Und sehr interessant, letzten Endes ist es She-Ra, die He-Man dann wieder befreit mit ihren magischen Heilkräften. Und was hier auch noch drin steht, ist, dass sie den Slime Pit zerstört hat mit dem Zepter der Macht. Und das ist natürlich die Frage, was ist das? Aber das wird wahrscheinlich jetzt nie aufgeklärt werden. Naja, gut, wenn ihr irgendwas wisst, vielleicht ist das ja auch wieder so ein Artefakt, wo man nicht weiß, woher es kommt. Denn das wäre höchstens eine Referenz möglicherweise auf das deutsche Hörspiel Das Zepter Zepter der der Unruhe. unendlichen Macht. Ja. Was ihr natürlich noch bestellen könnt, glaube ich sogar, bei den Artefakten der Macht. Oh, ja, Ich glaube, gute das gibt's Sache. noch. Das Zepter.
Nein. Nein? Das ist ausverkauft. Das ist ausverkauft? Ja, natürlich ist das gerade ausverkauft. Gut, dann wollen wir schmerzlicherweise das Ding aber mal befreien. Ja, gerne. Also ich mache die immer von unten auf. Also kann man die Karte ist schon wirklich schön gemacht. Dann kann man die Packung nämlich nochmal benutzen. Mal gucken, wie scharf deine Messer sind hier. Oh, ja. Siehst du, da, hier unten ist ja zum Beispiel mal schon so ein Dingen hier. Ja. 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 Und dann mache ich das immer so. Gerade bei solchen besonderen Packungen bin ich immer ein bisschen skeptisch, machen oder nicht machen, aber ich sammle nur mal nur lose. Ja. Ah, jetzt könnte es etwas. Das Messer ist ein bisschen stumpf. Das Messer ist nicht stumpf, du schneidest nur scharf. Nicht scharf genug. Ach so, ich bin nicht scharf genug. Ja, so ist es. Ja, dann nehme ich immer hier unten auf. Es passt ja. Und dann kann man nämlich diesen ganzen Blister einmal. Ja, sieht uns sehr schön. Zack. Und wenn man das nämlich will, dann hat man diese ganzen Zeug hier oben weg und kann das wieder so einpacken. Und dann hat sie da das Zeug nicht hier vor der Fresse. So, also, erst einmal, man sieht hier, dass der Layer ist sogar von innen mit dem Schleim bemalt. Das ist eine coole Sache. An der Seite steht natürlich PowerCon. Prinzessin Leia? Ja, 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 ja. Prinzessin, ja, wenn man will, kann man sich die Dinger nämlich auch noch so hinstellen und seine Figuren da reinstellen. Theoretisch. Habe ich auch nie gemacht. Das Masters-Logo von den Classics mit Schleim übergossen ist auch eine gute Idee. Ja, und er hat tatsächlich zwei Wechselköpfe. Das ist sehr gut gemacht. Man konnte es nicht wirklich sehen. Ja, können wir ja gleich mal gucken. Das wäre zum einen der Vintage He-Man-Kopf, der bei Ula dabei gelegen hat. Ne? Dann kann man sich das also auch entsprechend aussuchen, welchen Kopf man nimmt. Wir haben den normalen Classics He-Man-Kopf. Sieht auch sehr gut aus. Dann haben wir die Axt, auch sehr schön durchsichtig. Die Axt hat sich auch verwandelt durch den Schleim. Mhm. Obwohl hier siehst du dann die Einschlüsse, die nicht... Oder ist die aus Schleim? Kann natürlich auch sein. Ja, wer weiß. Das wäre jetzt lustig, wenn du die so drehst und die ganzen Blasen so brrrr nach oben. Brrrr. Dann das Schild natürlich. Das Schild, der Schild, das Schild, ne? Der. Der Schild. Ja, wie auch immer. Das Schild hängt an der Straße. Das Straßenschild, genau. Also der, das Schild. Das Schild. The Shield. Auch durchsichtig. Sehr schön gemacht. Wir zeigen es euch gleich nochmal im Detail. Das Zauberschwert in seiner 526. Inkarnation, im Grunde genommen auch nur in durchsichtig gegossen und übermalt. Mhm. Das ist das Problem, was die Köpfe übrigens immer haben, ja. Weil, ihr werdet es gleich sehen, ich zeige es euch gleich. So, einmal kurz weghören. Acht. Ja. Ja, jetzt haben wir kurz geschnitten, weil das war halt eben ein bisschen laut. So, dann haben wir hier natürlich das Plastik, braucht keiner mehr. Und da ist er wunderschön. Wir werden ihn euch gleich auch nochmal im Detail zeigen. Also echt toll gemacht. Huch, das sieht aber seltsam aus. Kann man so durchgucken. Ja, das sollst du ja. Ja, aber das sieht trotzdem komisch aus. Hier siehst du überall die ganzen Punkte, wo der zusammengesteckt ist. Ja, ist so gut. Naja, ich weiß nicht. So, hier jetzt mal die Sachen im Einzelnen. Während Jan die Figur noch ein bisschen begutachtet, gucken wir uns hier mal das Zubehör an. Wie gesagt, es ist durchsichtig und
hat einfach was, sieht sehr schön aus. Alles natürlich in transparent gegossen und hier diese entsprechenden Stellen übermalt. So, das wäre der Schild. Die Axt, auch sehr schön. Und hier, wie vorhin angesprochen, sieht man am Griff die Einschlüsse, die leider nicht ganz zugegangen sind. Aber gut, das macht nichts. Es hat auch irgendwo einen gewissen Effekt. Quasi, wie Janja gerade schon eben sagte, besteht bestimmt aus Schleim. Und das könnte man sich hier in diesem Fall dann so vorstellen. Also, ist in Ordnung. So, hier haben wir das Schwert. Das Zauberschwert in seiner x-ten Variation, hier in transparent, grün. Und es hat sogar so einen kleinen Effekt, dass es ein bisschen, ja, heller wird zur Spitze hin. Hat aber auch den Effekt, weil das halt eben hier vorne bemalt ist, das Licht da nicht entsprechend durchdringen kann. So, und hier haben wir das große Problem bei den Köpfen jedes Mal. Wie ihr seht, ist das unter den Haaren immer dunkler. Das hat zwar auf der einen Seite einen coolen Effekt, kriegst du aber nicht weg oder beziehungsweise lässt sich nicht vermeiden, wenn die Haare nicht auch durchsichtig sind. Da kommt halt eben das Licht nicht hin. Ja, wie gesagt, auf der einen Seite natürlich ein guter Effekt, auf der anderen Seite, naja. So, der Vintage-Kopf, auch sehr cool. Also, das muss ich sagen, das passt schon echt nicht schlecht. So. Ich habe gerade ein bisschen verdeckt. Hier sehen wir das gleiche Problem. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre er im Gesicht bemalt. Und der Ula-Kopf, den finde ich dabei gar nicht so schön für diese Figur. Er ist okay. Aber ich finde, ich glaube, der Vintage-Kopf wird mir da am besten gefallen. Aber schauen wir mal. Ja. Natürlich hat er wie alle anderen Classics-Figuren auch die gleichen Gelenke. Das sollte man nach den ganzen Jahren mittlerweile auch kennen. Er ist ein bisschen hier an den Oberarmsgelenken ein bisschen schwerer zu bewegen, merke ich. Es fühlt sich auch irgendwie ein bisschen anders an, dieses Plastik, oder? Mhm. Also so, und es sieht so Bonbon-mäßig aus. Naja, auf jeden Fall kann man im Grunde genommen alles sehen. Wir werden euch gleich nochmal einen Videoeinschnitt zeigen, wo wir ihr den Slime Pityman. Schön vom Greenscreen. Ja, vom Greenscreen, genau. Da seht ihr, dass er durchsichtig ist. Nee, dann kann man ganz genau hier so diese Punkte sehen, wo er zusammengemacht ist. Hier geht die Rüstung auf. So, zack. Also, was mir eben schon aufgefallen ist, wo ich hier das Schild dran machen wollte, der hat hier andere Armbänder, sag ich mal so. Ist also nicht vom regulären He-Man, zumindest nicht auf der Seite, weil da hat ja He-Man eigentlich dieses etwas längere Teil, wo das Schild auch besser dran passt. Also, man hat hier Schwierigkeiten. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Ich glaube, das sind hier diese Armschoner von dem He-Man aus dem DC2-Pack. Ich glaube, der hat die. Mhm, definitiv. Ne? Also, auch wenn wir damit was anderes. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass ich das hier irgendwie. Gut, man kann es wahrscheinlich dran klipsen, aber ob das sich dann nicht die Farbe hier ein bisschen zerschreddert, das weiß ich nicht. Oder vielleicht. So. Das wäre mit dem Vintage-Kopf. Das ist der Vintage-Kopf, oder? Nee, das ist der Classics-Kopf. Ah, ja. Das hier ist der Vintage-Kopf? Nein, das ist der Classics-Kopf. Das ist der Classics-Kopf, ja. Also das sieht schon mal besser aus als wie der Ula-Kopf, finde ich. Mir würde der Ula besser gefallen als der, glaube ich. Der sieht wieder ein bisschen zu freundlich dann aus. Ne? Mhm. Also er soll ja böse sein. Ganz geil wäre der Kopf von Adam mit dem Lachen.
Das hätte doch auch was. Der Laughing Adam von Filmation. Ja, der auch. Oder das könnte man machen. So. Hält nicht. So. Doch, hält. Aber sieht komisch aus. Ja, irgendwie ist er nicht richtig drauf, glaube ich. Musst du vielleicht mal ein bisschen Schleim dran machen? Nee, es ist so. Ja, das ist halt der Classics-Kopf. Der sieht am martialischsten aus, finde ich. Nee, ich gehe mit dem Ula-Kopf. Also sie sehen alle drei eigentlich ganz gut aus. Aber ja, irgendwie glaube ich sogar, dass du recht hast. Ja. Doch. Das Schöne ist, man kann sich das halt eben aussuchen. Also man kann sagen, abschließend eine wirklich wunderschöne Figur, die einem natürlich auch Einblick darin gibt, wie die Dinger von innen aussehen, wo die Gelenke zusammengemacht sind und so weiter und so fort. Also ich bin restlos begeistert. Ich bin ja sowieso so ein Typ, der ein Faible für so transparente Figuren hat. Und gerade mit dieser Figur kann man da eigentlich gar nichts falsch machen. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Was ist dein Fazit? Mir gefällt er nicht. Echt nicht? Genau deswegen. Du kannst reingucken, du siehst da alles und... Slime Petitmen war jetzt sowieso nicht so immer meine Lieblingsvariante. Gut, das ist ja Geschmackssache. Aber wir hätten, warum transparent? Ich meine, dann hätten sie ihn auch grün machen können. Du hättest dann vielleicht mit dem Gesicht nicht dieses Problem, dass der so dunkel da oben ist. Gut, es sieht nicht so schlecht aus, ne? Aber es ist ja nicht, eigentlich ist es nicht Sinn der Sache, dass er eigentlich so dunkel ist, glaube ich. Ne? Das kommt ja, glaube ich, wirklich nur wegen den Haaren, ja. Ne? Ja, und dann kannst du da so durchgucken und es ist, ach nee, ich weiß nicht. Nö, ist nicht meins. Ja, schreibt uns doch auch mal eure Meinung zu dieser Figur in die Kommentare. Wir wären damit am Ende schon angelangt. Nicht vergessen, liken, kommentieren, Glocke aktivieren und... Abonnieren, ganz genau. Ja, bis zum nächsten Mal.